Das erste Programm in C# mit dem Windows Presentation Framework soll dieses tun. Ich hätte gerne einen Klecks, der durchs Fenster fliegt, wie eine Billardkugel. Soll noch ein paar Sounds machen beim Aufprall. Ich möchte die Kugel anklicken können und dann Punkte machen. Na, da, 3 Punkte. Das soll auch schnell gehen können. Ich möchte die Farbe umschalten können. Und wenn ich bei Stopp klicke, soll natürlich nicht gezählt werden. Das ist ja einfach. Das soll das Programmchen werden. Gebaut mit Visual Studio. Ein neues Projekt. Und zwar nicht irritieren lassen. Nicht Visual Basic, Visual C#, Windows, eine Windows Presentation Framework Anwendung an einer sinnvollen Stelle ablegen. Das steht jetzt auf Desktop, hier kann man noch was anderes wählen. Einen sinnvollen Namen geben, lass mal Google. Okay. Nun sehe ich sofort die beiden Hauptbestandteile des Projekts. Das ist einmal diese XAML-Datei, eine XML-Beschreibung für die Oberfläche. Hier grafisch wiedergegeben und hier als Liste zum Ausfüllen wiedergegeben. Und die eigentliche Logik steckt hier drin. Das ist die Programmdatei .cs für C#. Wo wir früher .c hatten für C. Ich fange damit an, ein paar Bedienelemente auf die Fläche zu ziehen. Einmal auf diese Fläche klicken, dann haben wir hier die richtige Toolbox. Da kommt zum Beispiel ein Button bezogen auf die Fläche. Eine Checkbox wollte ich haben, um es schnell und langsam zu schalten, und ich wollte 3 Radio-Buttons haben. Radio-Buttons von wegen den Knöpfen am Radio, die Stationsknöpfe am Radio. Es ist immer nur eine Station aktiv, von denen, die man da hat. Die Checkbox sagt ja, nein. Auch bei 10 Checkboxen nebeneinander sagt jede für sich ja, nein. Hier die Radio-Buttons heben sich gegenseitig auf. Wenn ich einen anklicke, gehen die anderen aus. Wenn ich mehrere Gruppen von Radio-Buttons haben will, muss ich Gruppen bilden, aber hier reicht das in der Form. Das sind meine Bedienelemente. Die heißen jetzt erstmal noch standardmäßig eher ungeschickt. Geben wir den ordentlichen Namen. Das ist typischerweise unter Content zu finden. Hier unten sieht man das schon einsortiert, was ich da geklickt habe. Button hat den Content Button. Soll aber Start-Stop heißen, einfach doppelklicken und das Richtige eingeben. Die Checkbox soll schnell heißen. Ich könnte das hier eingeben, wir können aber auch hier zum Eigenschaftsfenster, sehen wir mal Content. Stattdessen kann ich auch da hingehen und sagen schnell. Das wird hier dann übernommen, 1:1. Der Radio-Button, der erste soll rot heißen, wahrscheinlich sogar schneller, das hier einzugeben. Der zweite soll grün heißen und der dritte soll blau heißen. Man sieht, wie das schön zusammenspielt. Was ich hier in die XAML-Datei eintrage, wird hier sichtbar in dem Eigenschaftsfenster. Umgekehrt, was ich hier im Eigenschaftsfenster editiere, wird hier sichtbar. Und wenn ich hier oben etwas schiebe, den Knopf durch die Gegend schiebe, sollte mal dahin gehen. Da, hier sehen wir das, wenn ich den Knopf durch die Gegend schiebe. Na, sehen wir, dass sich das auch noch ändert. Also diese drei Teilfenster hängen miteinander zusammen. Wenn irgendeins fehlt, man kann sich das hier beliebig zusammenstellen, Fenster zumachen, Fenster festbinden. Wenn irgendwas fehlt oder an der falschen Stelle verborgen ist im Ansichtmenü, wird sich das zum Beispiel unter Eigenschaftsfenster dann wiederfinden, das Fensterchen hier. Gut, das sind meine Bedienelemente. Die möchte ich aus dem Programmtext aber auch aufrufen können.
Button 1 ist ein bisschen blöder Name. Den nenne ich mal vielleicht Button Start Stop. Und die Checkbox nenne ich vielleicht mal Checkbox Fast. Könnte ich auch auf Deutsch benennen, aber um kein Mischmasch zu machen, haben wir es jetzt mal auf Englisch. Der erste Radio-Button, ups, okay, der letzte Radio-Button heißt dann Radio-Button Rot und der hier, Red, im Englischen, der heißt Green und der heißt Blue. Sollte ich vielleicht doch in die übliche Reihenfolge bringen, den blauen nach unten, den roten nach oben. Man sieht nebenbei, dass Visual Studio viel hilft, was die Anordnung anbelangt, damit das sauber wird. Ja. Naja. So, ist sauber. Jetzt brauche ich die Kugel, die da durch das Fenster fließt. Das ist eine Ellipse. Die finde ich nicht in der Toolbox. Ab Werk nicht in der Toolbox. Stattdessen trage ich die zu Fuß ein. Grid ist die Fensterfläche hier. Das Innere der Fensterfläche, es wird automatisch, was da drinnen ist, in einem Raster angeordnet. Deshalb Grid. Das werden wir nachher noch umschalten. Das waren die Einträge da drin. Und jetzt kommt das, was meine Kugel werden soll. Tippe ich zu Fuß. Ellipse. Netterweise muss ich nur die ersten beiden Buchstaben tippen. Da steht schon Ellipse. Einmal Tabulator. Dann steht es da komplett. Was soll diese Ellipse haben? Sie soll eine Breite und eine Höhe haben, sinnvollerweise. Ich tippe einfach weiter. Width. Width, da ist Width. Sagen wir 20 breit. Leerzeichen. Da kommt wieder die Auswahlliste. Ich brauche eine Höhe, Height, einfach nur Tabulator, 20 hoch. Das Ding soll eine Farbe haben, das heißt in diesem Spiel Fill. Da ist der Fill und zwar Rot, Red, ab Anfang. Es braucht natürlich auch einen Namen, damit ich damit reden kann. Nehmen wir das Ball und erstmal Ende hier. Ende dieses Elements, das ist XML, wie es letztes Semester am Ende schon mal kurz dran kam. Die Elemente in spitzen Klammern und wenn ein Element keinen Inhalt hat, Schrägstrich, spitze Klammer zum Enden. Oder wenn ein Element Inhalt hat, wie hier das Grid, vorne sagen, was es sein soll, dann kommt die ganze Liste und hier kommt dann das Endtag für dieses Element. Genauso bei dem Fenster. Da unten ist das Fenster zu Ende. Hier oben fängt das Fenster an. Die Ellipse, die steht hier so im Zentrum. Das ist noch nicht, was sie tun soll. Sie soll nachher bewegt werden. Deshalb brauche ich eine andere Sorte an Layout-Element hier. Das Grid hilft mir nicht so viel. Das will Sachen in Reihen und Spalten anordnen. Canvas ist, was ich brauche. Die Leinwand. Mit dem Element kann ich dann tatsächlich frei platzieren. Die Platzierung passiert über das Canvas. Das Canvas weiß, wo seine Kindobjekte drin hängen. Deshalb kann ich jetzt, muss ich hier jetzt bei der Ellipse sagen, okay, gehe zu dem Canvas, zu dem du gehörst und stelle dann zum Beispiel den Abstand vom linken Rand ein. Das andere 150 und gehe zu dem, nochmal zu dem Canvas, zu dem du gehörst und stelle den Abstand vom oberen Rand ein, sagen wir 100. Da sind wir, das waren die grafischen Elemente. Weiter einmal speichern, man weiß ja nie. Die erste Funktionalität kommt gleich sofort, nämlich diese Farbknöpfe mit Leben füllen, aber wir können uns das schon mal angucken. Das Programm laufen lassen. So sah es ja letztes Semester auch schon aus in C. Hier habe ich ein Programmfensterchen, das auch schon Mausklicks entgegennimmt, aber nichts tut. Das kommt nun. Das erste wird sein, die Radio-Buttons hier mit Leben zu füllen.
Immer mal den roten Knopf. Diese Elemente haben Eigenschaften, die hier aufgelistet sind, wahlweise hierarchisch, also alles, was zu Text gehört, alles, was zur Sichtbarkeit gehört und so weiter, oder alphabetisch. Und sie haben Ereignisse. Es passieren Sachen, über die mich diese Elemente informieren können. Ist das Ding angeklickt? Abgehakt, sollte ich sagen. Wird das Ding angeklickt? Geht man mit der Maus rein? Geht man mit der Maus raus? Lässt man etwas drauf fallen? Eine Riesenliste. Was mich interessiert hier, ist das Klickereignis. Ich könnte jetzt hier hinten was eintragen. Ich kann aber auch hier hingehen zu dem Radio-Button. Leertaste. Einfach nur Klick. Und damit sage ich, was passieren soll, wenn dieser Button angeklickt wird. Das ist verdächtig ähnlich zu dem, wie man in HTML und JavaScript arbeitet auf Webseiten. Also wenn dieser Radio-Button angeklickt wird, soll etwas passieren, was da steht. Ich kann einfach hier Neue Ereignishändler doppelt klicken, dann erzeugt eine Visual Studio automatisch die Funktion, die dann aufgerufen wird. Also nun gibt es eine Funktion Radio-Button-Red-Click. Automatisch benannt. Radio Button Red war der Name von dem Radio Button. Click ist der Name des Ereignisses. Und in meinem Programmcode steht das dann drin. Hier sind wir. Diese Funktion wird aufgerufen, wenn der rote Radio Button geklickt wird. Aber was soll dann passieren? Ich möchte mir die Kugel nehmen. The Ball. Wo ist sie? Nur Ball habe ich die genannt. Nur Ball hieß sie. Da ist die Kugel und ich möchte was mit der Kugel veranstalten. Ich möchte nämlich die Farbe, die Füllung umstellen auf Rot, wenn der rote Knopf angeklickt worden ist. Da muss man jetzt wissen, es gibt eine Sammlung an Füllungen, Brushes, und in dieser Sammlung gibt es eine rote. Die anderen Radio-Buttons sollen ähnlich arbeiten. Wenn der grün angeklickt wird, Klick CL reicht schon, Tabulator, neue Ereignishändler. Ich könnte auch den anderen nehmen, den wir schon hatten. Ich brauche einen neuen. Dasselbe für den Radio-Button für blau. Klick reicht schon, Tabulator, neue Ereignishändler. Die machen was Ähnliches. Ich kann auch, das ist vor allen Dingen spannend für größere Programme, hier mit Mausklick rechts zu Ereignishändler navigieren. Und der springt mir dahin. Okay, da muss ich jetzt eintragen, was passiert, wenn der Knopf für grün angeklickt wird. Ich kopiere das ganz dreist von da oben und ändere es einfach nur. Wenn der grüne angeklickt wird, soll grün rauskommen, und wenn der für blau angeklickt wird, soll der blaue Pinsel benutzt werden und der Füllung zugewiesen werden. Das können wir uns schon in Aktion angucken. Das Programm tut dann zum ersten Mal was. Wenn ich auf grün klicke, aha, in der Tat. Das sieht hier einfacher aus, als es tatsächlich ist. Die Maschine muss sich nicht nur merken, dass das jetzt eine grüne Füllung hat, es muss auch in den Bildschirmspeicher übertragen werden. Da gibt es ziemlich viele Zwischenschritte, die man hier jetzt einfach ignorieren darf. Es funktioniert so, wie es funktionieren soll. Nun kommt die Animation. Ich möchte, dass dieser Ball durch die Gegend fliegt. Man könnte jetzt probieren, einfach eine Vorschleife einzubauen. Das wäre haarsträubend, aber probieren wir das mal, weil es so naheliegend ist. Ich nehme mal hier den Start-Stop-Knopf und gebe dem eine Klickmethode. Also hier das Click-Event, neuer Ereignishändler. Und dann gehe ich da zum Ereignishändler. Naiv könnte man nun glauben, na, wie mache ich eine Animation? Ich baue hier eine Vorschleife und
Animiere das Ganze in der Vorschleife, setze irgendwelche Werte in der Vorschleife. Nebenbei vortippen, zweimal Tabulatur. Da steht dann schon die Vorschleife da. Ich nehme mal nicht int, sondern long, damit die Vorschleife ein bisschen beschäftigt werden kann. Ups. Und dann mal ein bisschen länger braucht er schon, eine lange Vorschleife. Und dann könnte ich mir vorstellen, oh, hier drin könnte ich ja jetzt ja animieren. Schon gesehen, Canvas weiß, wo seine Kindobjekte liegen. Canvas set left ball. Stellen wir es einfach auf i modulo 200. Die Position, das könnte man glauben. Ich will mal hier schon mal falsch drüber schreiben. Man könnte glauben, dass das so funktioniert. Ich drücke auf den Start-Stop-Knopf, dann werde ich jetzt hier elendlange den Ball zum Beispiel verstellen. Das ist noch nicht, was ich will, dass er am Rand zurückgeworfen wird. Man könnte jetzt hoffen, dass sich wirklich schon was bewegt. Leider nicht. Sehen wir jetzt. Bis dahin ist alles in Ordnung. Ich kann umschalten und nun kommt Achtung, Touch-Stop und nichts geht mehr. Das Programm ist eingefroren, hier bewegt sich gar nichts. Ungeschickt, ungeschickt. Stoppen wir das Ganze mal. Das Problem ist, dass das Programm in dieser Vorschleife festhängt, bis die Vorschleife beendet ist. Es tut nichts anderes. Es führt nicht mal dieses Kopieren in den sichtbaren Bildschirmspeicher aus. Wir sehen nicht mal, dass hier was verstellt wird. Es muss ganz anders funktionieren. Jeder von diesen Ereignishändlern darf nur ganz kurz laufen und muss wieder zurückkehren. Sonst hängt das Programm. Auch dieses hier darf nur ganz kurz laufen und muss wieder zurückkehren. Was ich viel mehr brauche, ist ein Zeitgeber, der mir regelmäßig Bescheid sagt, dass die Animation verstellt werden muss. Ich kann das nicht in einer einzigen Vorschleife machen. Fußnote mit List und Tücke kann man es schon in einer Vorschleife machen, aber das ist eher ungewöhnlich. Was ich brauche, ist ein Timer in dieser Klasse drin. Und er steckt an folgender Stelle. System Windows Threading. Warum das alles an dieser Stelle steckt und nicht woanders, sehen wir dann später. Aber auf jeden Fall lässt er sich irgendwo finden, wenn man doch nur fleißig sucht. Dispatcher Timer ist der, den ich suche. Uff, das wird mein Timer werden. Das ist jetzt die Klasse, sollte ich sagen, von dem Timer. Der Timer selbst soll durch diese Variable namens Timer referenziert werden. Ein neuer Timer. Na gut, jetzt brauche ich netterweise nur noch Tabulator. So, da steht der Timer. Das ist ein Funktionsaufruf ohne Argumente. Erklärung demnächst. Der sogenannte Constructor. Damit baue ich einen neuen Timer. Und in der Variablen Timer steht drin, wo der zu finden ist. Diesen Timer muss ich noch einstellen. Ich muss ja sagen, was er denn auslösen soll und wie oft er das auslösen soll. Das Einfachste ist natürlich erstmal, dass der Timer angeschaltet sein soll. Timer is enabled true. Dann sage ich noch, was das Intervall sein soll, in dem er Bescheid sagt. Dieses Intervall ist, wenn man dann ablesen kann, hier ein Timespan, eine Zeitdauer. Timespan. Das möchte ich gerne in Sekunden zum Beispiel angeben. Er soll alle 0,05 Sekunden feuern. Und nun muss ich ihm noch sagen, was er denn feuern soll. Mal gucken, was wir da so haben. Timer. Hier gibt es nicht ganz so viele Möglichkeiten. Ein einziges Ereignis sieht man an diesem Blitz. Das sind die Ereignisse mit dem Blitz da vorne. Ein einziges Ereignis, Tick. Das ist das Ereignis, was gefeuert wird, wenn die Zeit rum ist. Jedes Mal, immer wieder.
Und nun muss ich angeben, welche Funktion denn aufgerufen werden soll, wenn der Timer einmal tick gemacht hat. Das geht mit plus gleich, damit weist man hier eine Funktion zu diesem Ereignis, eine Funktion, die aufgerufen werden soll. Plus gleich hatten wir in C als was dazu addieren und wieder abspeichern. A plus gleich 5 heißt, nimm die Variable A, addiere 5 drauf, speichere es wieder zurück. Das hier ist jetzt geborgt mit einer etwas anderen Bedeutung, aber ziemlich ähnlich. Diese Funktion hier wird jetzt angehängt, wenn man will, an das Ereignis, soll immer aufgerufen werden, wenn das Ereignis stattfindet. Die Funktion nenne ich einfach mal Physics. Die muss ich gleich natürlich noch bauen. All dieses hier habe ich in die Funktion reingeschrieben, die automatisch bei Start des Fensters aufgerufen wird. Der Constructor. Details später. Dass nachdem alle grafischen Komponenten da sind, dann der Timer eingestellt wird. Der nächste Job ist jetzt, diese Funktion Physics zu bauen. Die liefert nichts zurück. Physics. Das Einfachste wäre, wenn sie so aussieht. Das ist leider nicht so möglich. Das wäre das Einfachste, eine Funktion namens Physics, die nichts nimmt. In C müssten wir noch Void da reinschreiben, in C++ nicht. Eine Funktion Physics, die nichts nimmt und nichts zurückliefert und dann jetzt innen drin die Animation macht. Muss leider etwas mehr mitgeben. Das ist in Java ebenfalls so. Solche Ereignisbehandlungsfunktionen sollen immer auch wissen, wer denn das Ereignis verschickt hat. Sender vom Typ Object. Und sollen auch wissen, was denn so an Details noch mitkommt. Zum Beispiel, wo die Maus geklickt worden ist, an welcher Stelle auf dem Bildschirm. Welche Maustaste, rechte, linke, mittlere, geklickt worden ist. Das steckt dann hier drin. Typ Event Args, Name E. Diese Funktion wird jetzt also, wo sind wir, alle 0,05 Sekunden, das heißt 20 Mal pro Sekunde aufgerufen. Das Billigste, was ich jetzt machen kann, ist einfach mal die aktuelle Position von der Kugel nehmen und sie etwas verstellen. Ich hole mal die aktuelle Position. Double X ist gleich. Canvas weiß. Upsala. Canvas weiß, wo die Sachen sind. Get left. Wie weit bin ich vom linken Rand? Und zwar mit meinem UI-Element. Das ist der Ball. Wie weit ist der Ball vom linken Rand? Dann addieren wir doch mal 5 drauf. Und speichern das wieder zurück. Canvas, da sind wir, set left. Jetzt muss er wissen, für welches Element denn und wohin. Ball und X ist wohin. Jetzt sollten wir also tatsächlich eine Animation sehen, dass 20 Mal pro Sekunde die X-Koordinate um 5 verstellt wird. Das Ding wird dann irgendwann rechts aus dem Bildschirm verschwinden. Da ist er und läuft und läuft und läuft und schwupps. Start-Stop wirkt noch nicht. Das kann ich jetzt einbauen, dass Start-Stop auch noch wirkt. Ganz einfach über das isEnabled. Bei Start setze ich den Timer auf Enabled und bei Stop setze ich ihn auf Disabled, dieses hier auf False. Also ich klaue mir das hier. Das mache ich nicht beim Programm Start, sondern das mache ich, wenn jemand auf den Knopf klickt. Da hat man das schon, das ist der Start-Stop-Knopf. Natürlich soll es nicht jedes Mal angehen, sondern es soll jedes Mal seinen Zustand wechseln. Nicht immer auf True, sondern wenn es auf True ist, soll es auf False gestellt werden. Ich kopiere das hier einfach und sage, okay, das Gegenteil von dem aktuellen. Bist du derzeit True oder False? Das logische Gegenteil, Ausrufezeichen, wie in C. Und das ist der neue Zustand und damit kann ich es an- und ausschalten. Gucken wir uns an. Okay, an und aus, wie es sein muss.
jetzt muss ich noch hinkriegen, dass diese Physik wirklich am Rand umkehrt, am rechten Rand umkehrt, am unteren Rand umkehrt und dann am linken Rand wieder umkehrt. Das heißt, ich muss wissen, in welche Richtung der Ball fliegt. Das merke ich mir mit weiteren Elementen in dieser Klasse. Der Timer war ein Element, der zu der Klasse gehört. Und ich merke mir obendrein, ob ich gerade auf dem Weg nach links oder nach rechts bin oder auf dem Weg nach unten oder oben bin. Nennen wir das going right. Um zu sagen, ich bin gerade auf dem Weg nach rechts und nicht nach links. Am Anfang bin ich auf dem Weg nach rechts. Und genauso was nochmal für oben und unten. Going down soll sagen, ob ich auf dem Weg nach unten bin, to, oder auf dem Weg nach oben, up. So, mal sehen. Wenn ich auf dem Weg nach rechts bin, erhöhe ich den um 5. Wenn ich auf dem Weg nach links bin, muss ich ihn um 5 verringern. Also hier steht if, bin ich auf dem Weg nach rechts, ist die Frage. Dann 5 dazu. Ansonsten 5 weniger. Also minus gleich 5. Dasselbe passiert nachher bei unten oben mit y. Was ich jetzt aber noch nicht geprüft habe, ist, ob ich den rechten Rand erreicht habe. Wenn ich nach rechts gehe und irgendwann den rechten Rand erreicht habe, muss ich umschalten. Ich prüfe also Folgendes. Bin ich denn jenseits vom rechten Rand? If, wenn die aktuelle Position plus die Breite des Balls, Ball Width, das ist der rechte Rand des Balls. X plus Ball Width ist der rechte Rand. X ist der linke Rand. Wenn ich die Breite dazu zähle, habe ich den rechten Rand. Wenn das größer ist als die tatsächliche Breite des Innenbereichs meines Fensters, dann muss ich umschalten. Das Ungeschickte ist, jetzt brauche ich noch die Breite des Innenbereichs meines Fensters. Okay, einmal zurück in die XAML-Datei. Dem Canvas gebe ich noch einen Namen, dann kann ich da auch drauf zugreifen. Nennen wir das The Canvas. Dann kann ich hier nämlich fragen, was ist The Canvas.actual Width? Ist das mehr als die tatsächliche Breite? Und nicht die aktuelle Breite, die tatsächliche Breite. Wenn das der Fall ist, hänge ich jenseits vom rechten Rand und muss umkehren. Also habe ich dann das Going Right muss false sein. Obendrein kann ich ein Stückchen zu weit sein. Ich gehe in 5er Schritten. Ich werde wahrscheinlich nicht genau den Rand getroffen haben, sondern schon ein Stückchen zu weit gegangen sein. Deshalb geht hier auch das Gleichheitszeichen im Allgemeinen nicht. Ich werde nur selten eine Gleichheit erreichen. Es wird höchstwahrscheinlich schon zu groß sein, dass ich zu weit gegangen bin. Deshalb muss ich dafür sorgen, dass die Position genau am Rand sitzt und nicht drüber hinausgeht. Das wäre dann also x ist die tatsächliche Breite minus die Breite des Balls. Dann sitze ich genau an der Kante. Das ist der rechte Rand und der linke Rand. Else. Das kann ja nur dann auftreten, wenn ich nicht am rechten Rand mit dem rechten Rand kollidiere. Nur dann kann passieren, dass ich mit dem linken Rand kollidiere. Deshalb kann ich hier else if schreiben, mit dem else davor. So, wann kollidiere ich mit dem linken Rand? Noch viel einfacher, wenn meine Position unter 0 ist. Der linke Rand hat die Position 0. Wenn ich x so weit verringert habe, dass ich unter 0 bin,
bin ich über den linken Rand hinaus. Dann muss ich natürlich wieder nach rechts gehen. Going right ist gleich true. Und ich muss x auf 0 setzen, weil x höchstwahrscheinlich minus 2, minus 3 irgendwas Negatives ist. Das heißt, die Kugel schon etwas hinterm Rand verschwindet. Setzen wir den wieder gleich 0. Uff, das ist links, rechts. Kann man sich schon angucken. Der sollte jetzt rechts reflektiert werden. Okay. Ging auch nicht unter dem Rand weg und er sollte links reflektiert werden. Okay, stopp. Dasselbe machen wir für Y. Copy und Paste. Oh, den brauche ich auch noch. Eigentlich eine schlechte Idee, kopieren mit Copy und Paste. Das heißt nämlich, dass wenn ich Fehler korrigiere oder Anpassungen mache, dass ich alles doppelt und dreifach machen muss und höchstwahrscheinlich einmal vergesse. Also das ist jetzt kein gutes Vorbild, aber am einfachsten. Ich kopiere das Ganze und mache das nochmal für die Y-Achse. Hole mir Y und das ist dann natürlich get top. Hier brauche ich going left und going down. Und hier brauche ich Y. Ebenfalls ändere ich hier Y. Hier ist es Y und die Höhe des Balls, auch wenn sie gleich der Breite war, aber vielleicht stellt es einer um auf einen ellipsenförmigen Ball, wirklich ellipsenförmigen Ball. Hier brauche ich die Höhe. Hier ist es going down. Going down. Y, ich hätte einfach alles auswählen sollen und x durch y ersetzen, das war ungeschickt. Und hier ist es nochmal die aktuelle, nicht die aktuelle, sondern die tatsächliche Höhe und die Höhe des Balls. Und hier unten setze ich set top auf y. Mit viel Glück sollte das funktionieren. Okay, soweit so gut. Okay. Jetzt möchte ich noch die Geschwindigkeit einstellen. Das ist hier die 5,0. So Werte hart reinzuschreiben, wie 5,0 gleich an vier Stellen ist keine gute Idee, sowieso. Das sollte eine Konstante sein oder hier sollte es eine Variable sein. Ich möchte die Geschwindigkeit umstellen. Machen wir vielleicht mal so. Double V ist gleich 5. Und hier wende ich überall dann V an. Und da nochmal V. Und hier nochmal V. Bis jetzt passiert dasselbe wie vorher. Jetzt gucke ich aber in der Checkbox nach. Der Checkbox hier, die hieß Checkbox Fast, ob die angeklickt ist und wenn die angeklickt ist, abgehakt ist, sollte ich sagen, wenn die abgehakt ist, sollte ich eine andere Geschwindigkeit wählen. If Checkbox, wo ist sie? Checkbox Fast, was ist deren Zustand? Frage ich mit is checked up, eine boolesche Variable, ja oder nein, wenn die angekreuzt ist, setze ich meine Geschwindigkeit auf 10. Und nun sehe ich, dass ich ein Problem habe. Ist checked ist noch keine boolesche Variable, sondern vielleicht auch gar nichts, wenn die Checkbox noch diesen dritten Zustand hat, dass sie gar nichts nimmt. Okay, deshalb muss ich hier nochmal ausdrücklich nach dem Wert fragen. Aber nun habe ich eine boolesche Variable. Das sollte funktionieren. Lass mal den mal laufen. Und nun schalte ich auf schnell. Das sieht schneller aus und langsam.
Schnell. Okay, soweit sieht das gut aus. Stopp. Jetzt wollte ich noch zählen, wie viele Klicks auf dem Ball landen. Das heißt, ich brauche hier noch ein Ausgabeelement, einfach ein Label. Vielleicht auch etwas auffälliger als da. Hier auf alphabetisch. Der Font schalte ich mal auf 32 Punkt und das Weight schalte ich mal auf Bold. Das sieht doch schon etwas klarer aus. Ich möchte mit dem Label reden, also sollte das einen vernünftigen Namen haben. Da ist das Label. Da ist der Label 1, ist nicht so prall, nennen wir ein Label Score. Und den Ball möchte ich anklicken können. Das haben wir schon gesehen, wie das geht. Klickereignis, Klick. Bei dem Ball leider, haben wir jetzt hier geguckt, da haben wir kein Klickereignis. Klick heißt Maus drücken und wieder loslassen auf diesem Element. Also zwei Teile drücken, loslassen. Das kann die Ellipse nicht, aber die Ellipse kann ich fragen, ob die Maus denn gedrückt worden ist, Maus down immerhin, und ob sie wieder hoch, ob sie wieder losgelassen worden ist, Maus up, könnte ich einzeln fragen. Jetzt interessiert mich Maus down, wurde die Maus darauf gedrückt, unabhängig davon, wo sie jetzt losgelassen worden ist. Maus down, neuer Ereignishändler, und da drin möchte ich nun zählen, wie viele Klicks passiert sind. Wieder ein Element in der Klasse, in Score, wo gezählt wird. Am Anfang steht er auf 0 automatisch, ohne dass ich es hinschreibe. Jedes Mal, wenn ich klicke, soll der 1 weiterzählen. Sieht aus wie ein C. Und dann möchte ich dieses Ergebnis in das Label reinsetzen. Das hieß Label Score. Der Inhalt von dem Label ist Content. Und diesen Content von dem Label möchte ich setzen auf diese Zahl und damit sollte ich jetzt zählen können, wie häufig getroffen wurde. Allerdings immer. Das ist natürlich noch nicht im Sinne des Erfinders. Ich muss noch dafür sorgen, dass nur dann gezählt wird, wenn tatsächlich auch die Animation läuft. Außerdem haben wir gerade gesehen, ich muss Label noch loswerden. Da soll am Anfang natürlich nicht Label stehen. Das heißt, was am Anfang als Content drin steht, soll sein. Vielleicht sowas. Nichts. Ich könnte es einfach leer lassen. Okay, es soll nur dann gezählt werden, wenn die Animation läuft. Die Animation läuft, wenn der Timer läuft. In dieser Form. Jetzt müsste das funktionieren. Nichts passiert. Wunderbar. Na, komm schon. Schwierig. Okay, das letzte sind die Sounds. Wenn der Ball mit dem Rand kollidiert, möchte ich einen Sound produzieren. Das ist hier die Kollision mit dem rechten Rand. Okay, bei der Kollision mit dem rechten Rand ein Sound. System, sowas muss man dann zweifelsfrei nachschlagen. Media, ups. System, Media, System Sounds. Man kann auch eigene Sounds nehmen, ist ein bisschen aufwendiger. Deshalb hier nur die kurze Variante. Asterisk und Play. Ja, wie soll das auch heißen? Play natürlich, eine Funktion ohne Argument. Das wird aufgerufen, wenn die Kugel den rechten Rand erreicht.
Wenn sie den linken R-Rand erreicht, zum Beispiel einfach ein Beep, was auch immer das im wahren Windows ist. Hier machen wir zum Beispiel ein Exclamation. Das sind also die Sounds, die bei den jeweiligen Dialogboxen gespielt werden von Windows. Exclamation. Und hier nehme ich mal Hand. Dann sollte das Programmchen fertig sein. Okay, starten wir mal. Eins. Okay, da ist der Systemsound. Schnell. Grün. Blau. Nochmal klicken. Eine Sache ist mir jetzt noch aufgefallen. Der rote Radio-Button soll sofort gesetzt sein. Das war ja gerade nicht. Das müssen wir noch ergänzen. Hier, Radio-Button, das ist der rote. Das ist natürlich Is-Checked, dass der sofort True ist. Hier sieht man auch, er kann einen dritten Zustand haben. Das mussten wir eben mit dem Value abfangen. Der soll sofort True sein. Und nun sollten wir fertig sein, ja. Okay, jetzt ist der rote an. Grün, blau, schnell, langsam, einmal draufklicken oder zweimal. Okay, fertig.